Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir debattieren den Etat des Bauministeriums, aber der ist ja nicht losgelöst vom gesamten Bundeshaushalt. Und ja, das waren schwierige Haushaltsverhandlungen. Und ja, der Staat muss mit dem Geld auskommen, das er einnimmt. Und das haben wir mit diesem Haushalt geschafft. Das haben wir geschafft, indem wir Prioritäten geschärft haben. Das bedeutet mehr Ausgaben an einer Stelle, aber auch Einsparungen an anderer Stelle. Wir haben eine historisch hohe Investitionsquote im Bundeshaushalt und wir halten die Schuldenbremse ein. Das alles ist nicht Haushaltstechnokratie, das ist kein Selbstzweck, sondern wir modernisieren dieses Land und wir erhalten Handlungsspielräume für kommende Regierungen und Generationen. Und jetzt ist es das gute Recht der Union zu kritisieren. Nur ich finde, Sie müssten sich bei Ihrer Kritik mal einigen. Die einen fachpolitisch sagen, wir geben viel zu wenig aus, muss viel, viel mehr investiert werden, es muss für dieses und jenes Programm mehr Geld aufgewendet werden. Die anderen sagen, um Gottes Willen, das ist ja gar kein Sparhaushalt, ihr müsst endlich sparen. Also, liebe Union, links oder rechts, man muss sich irgendwann mal auf eine Richtung einigen. Und was ja dem Ganzen noch das i-Tüpfelchen aufsetzt, statt sich wie jede andere Oppositionsfraktion im parlamentarischen Verfahren ordentlich mit eigenen Vorschlägen zu beteiligen und zu sagen, da gebe ich mehr Geld aus, aber dafür kürze ich, haben Sie sich für krasse Arbeitsverweigerung entschieden. Ich finde, das ist zu dünn für die größte Oppositionspartei. Es ist klar, die Lage im Bausektor, die ist angespannt. Das haben auch viele meiner Vorredner erwähnt. Und für uns ist eindeutig, dass der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum, auch das Leisten können von privatem Wohneigentum, nicht nur eine wirtschaftliche Frage sind, sie sind auch eine Frage der gesellschaftlichen Stabilität in unserem Land, meine Damen und Herren. Und genau deshalb haben wir auch die Mittel erhöht, beispielsweise für den privaten Wohnungsbau allein in diesem Jahr von 1,1 Milliarden Fördermittel auf 2,6 Milliarden. Allein 1 Milliarde, ein neues Neubauprogramm im unteren Preissegment. Ich denke, das sind klare Signale, dass wir bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen und dass wir daran festhalten, dass der Traum vom eigenen Wohneigentum in Deutschland möglich sein muss und möglich sein bleiben muss, meine Damen und Herren. Wenn man sich den Etat des Bauministeriums insgesamt anschaut, dann stellen wir fest, wir haben Milliardenbeträge für die Neubauförderung bis 2026, Milliarden für den sozialen Wohnungsbau bis 2027. Wir halten an der Städtebauförderung fest, um Innenstädte attraktiver zu machen. Und im Rahmen des Haushaltsverfahrens ist uns auch gelungen, Kollegen vor mir haben das angesprochen, die Sanierung kommunaler Einrichtungen zu sichern, damit es eben möglich ist, marode Sporthallen, marode Schwimmbäder, marode Kulturzentren zu sanieren. Auch das nicht nur eine Frage der Wirtschaft, sondern der Lebensqualität ganz konkret vor Ort. Ich habe bei früheren Haushaltsreden hier oft gesagt, wir haben einen Schwachpunkt im Bausektor, und zwar ist das der Innovationsbereich. Wir tun zu wenig, um zu schauen, wie können wir effizienter bauen, wie treffen wir neue Herausforderungen beim Thema Recycling, auch beim Thema Klimaschutz. Und deshalb bin ich froh, dass es uns gelungen ist, in diesem Etat einen ganz besonderen neuen Programmpunkt zu schaffen, nämlich ein Bauforschungszentrum, das Living Art of Building. Ich bin ganz dankbar, dass SPD und Grüne das auch mit uns gemeinsam mitgetragen haben. Und meine Damen und Herren, ob Wohnungen gebaut werden, das hängt von relativ vielen Rahmenbedingungen ab. Übrigens eine Rahmenbedingung, liebe Union, ist die steuerliche Attraktivität. Und wir haben im Wachstumschancengesetz, das dieser Bundestag bereits verabschiedet hat, eine Sonderabschreibung für den Wohnungsbau vorgesehen. Das wissen Sie. Und wissen Sie, wer genau dieses Wachstumschancengesetz mit einer Gesamtentlastung von 6 Milliarden Euro aufhält? Es sind Sie, die unionsgeführten Länder im Bundesrat. Das ist schizophren, meine Damen und Herren. Mehr Bauen fordern und Bauen blockieren, das passt nicht zusammen. Meine Damen und Herren, diese Etataufstellung war mit Sicherheit nicht einfach. Wir haben viel Kraft investiert. Ich finde, wir sind zu guten Kompromissen gekommen. Und ich möchte ausdrücklich auch meinen Mitberichterstattern danken
Uwe Schmidt und Markus Kurt. Ich denke, wir zeigen, dass wir, wenn es auch mal schwierig ist, immer zu pragmatischen, zukunftsorientierten Lösungen kommen. Und ich denke, das ist ein sehr schönes Signal für die Handlungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit, nicht nur für das Bauen in diesem Land, sondern generell für die politische Arbeit. Ganz herzlichen Dank.